Gut, wunderbar. Also, herzlich willkommen zu diesem Vortrag zu AV Multimedia. Ich präsentiere euch heute eine, Anführungszeichen, neue Linux-Distribution. Ich möchte kurz mich vorstellen. Ich habe seit über 20 Jahren die Firma Archivista GmbH. Wir machen Dokumentenmanagement und Virtualisierung mit Linux seit 2005. Und diese Applikation, die ist mit Linux als Basissystem gemacht und bisher haben wir privat, also ich im Büro, einfach mit diesem sehr spartanischen Desk gearbeitet und so bin ich in Linux verankert. Privat, ja, Familienthema, Radfahren, Wandern, bin viel unterwegs, zu Fuß in Europa. Wie gesagt, die Archivista-Box, das gibt es schon lange. Mit der Zeit wurden die Kinder größer. Die Kinder sagten dann irgendwann, ja, ich hätte gern auch einen guten, einen schönen, schicken PC. Das, was du da hast mit der Archivista-Box, das hat ja keinen Sound, das hat kein Video, es hat nichts. Kann man nicht brauchen. Ist ja auch so. Ist ja auch war nicht für das gemacht. Zweiter Punkt ist, ich habe aber auch nicht die Zeit und die Nerven vor allem, das mit irgendeinem gekauften Windows-Rechner zu machen. Das wurde mir dann immer wieder angedroht, aber ich habe gesagt, nein, das kommt nicht ins Haus. Und dann ging es darum, die Archivista-Box so, ich sage jetzt, multimedia-tauglich zu machen. Und daraus ist dann eben das AV Multimedia entstanden. Als Grundlage dient ja, Linux, also oder der Code der Archivista-Box. Was bei der Archivista-Box speziell ist, dass diese Distribution im Hauptspeicher läuft. Also es wird nicht, es ist kein Live-Modus, also man startet nicht einfach das ISO hoch und dann wird sein Dateisystem darüber laufen gelassen, sondern die ganze Distribution wird immer in den Hauptspeicher hineinkopiert. Das hat den Vorteil, dass die Applikationen dann sehr schnell arbeiten. Nachteil ist, es braucht Speicher, also wenn man dann einen Desktop aufbaut, das aktuell braucht es 2,7 Giga Speicher, sprich 4 Giga. Es ist aber sehr schnell beim Hochfahren. Also ich habe in 30 bis 60 Sekunden das System hochgefahren. Ich muss jetzt mal kurz, ich möchte das gerne auf einem Notebook zeigen. Und das ist so, aber sonst zeige ich das nachher. Gut, jetzt buche ich das. So. Jetzt, also man sieht hier jetzt diesen Startvorgang. Und da wird jetzt, das sind 900 Mega, das ISO. Das wird jetzt in den Haupt, das ist ein sehr also, schwaches Tablet. Oder? Und das wird jetzt komplett in das RAM reingeschrieben und eingerichtet. Also ich hoffe, dass ihr vor 45 Minuten da durch sind, aber der Einschaltknopf war vielleicht die größte Hürde. Wichtig ist, es gibt keine Interaktion beim Benutzer zum Einrichten. Also entweder startet es oder startet halt dann auch nicht. Aber es ist wirklich so gemacht, dass ich es einfach meinen Kindern in die Hände drücken kann, mach das. Das funktioniert eigentlich so recht gut. Vorteil dieses Tablets ist, es ist klein, es ist schlank, es ist nicht so teuer. So. Oder dann haben wir jetzt, jetzt ist er da. Hallo. Jetzt sieht man hier diesen Desktop. Das ist, ich habe jetzt noch die alte Version erwischt, also neu ist es dann noch ein bisschen schneller. Aber das ist jetzt die alte Version. Aktuell ist es mit Devuan gemacht. Warum Devuan? Ich mag halt SystemD nicht so wahnsinnig. Und zwar deshalb, weil man beim Booten ganz viele Dinge machen muss, wenn man das ins RAM kopieren möchte. Und da ist SystemD nicht so praktisch. Ist aber auch, dann, oder EFI zum Beispiel, also das ist mit modernen Tablets und so benutzt, das habe ich von Ubuntu genommen, weil da ist Devuan noch nicht so weit. Gut, es ist, ich kann es hier zeigen, also sehr spartanisch, es gibt einfach die Icons. Die wichtigsten Applikationen, alles, was man braucht, Musik, Videos, Bilder, GIMP, Flowblade, Video Editor, Kodi, Mediencenter, das ist immer so ein Thema, dass man das auch schick präsentieren kann.
Grundlage ist wirklich jetzt Devon ASCII, das habe ich geändert, also in den letzten Tagen. Hat sehr viel gebracht. Pakete sind neuer, aber auch Speed, neuer Kernel. Kernel ist Long Term 4.9 oder nein, 4.14, glaube ich. Entschuldigung. Also, wie gesagt, es braucht 4 GB RAM. Also alles, was unter 4 GB ist, das läuft nicht, weil es einfach zu wenig Platz hat, um das ISO auszupacken. Aber 4 GB RAM ist heute nicht mehr so viel. Also ein Tablet hier kostet 200 Euro und hat auch 4 GB RAM. Es ist Intel AMD basiert, 64-Bit. Also 32-Bit macht keinen Sinn, ARM macht auch keinen Sinn. Und es muss halt über EFI bootbar sein, mindestens. Es gibt gewisse Notebooks, so Koya oder irgendwas, habe ich letztens gesehen, das konnte man einfach nicht booten. Dann, was braucht es? Es braucht Netzwerk, also WLAN ist von sinnvoll. Also, oder es braucht halt ein LAN-Kabel, das reicht. Und Bildschirm ist so, dass die gängigen Grafikkarten unterstützt werden. Ich habe einfach nicht jetzt noch mir den Luxus geleistet, teure Grafikkarten zu kaufen, die auch noch zu testen. So ein klassisches Notebook wird eine Intel haben. Ryzen wäre sicher spannend, aber das läuft auch. Wirklich kritisch wäre nur Nvidia. Ich habe hier nochmal aufgelistet, wie die Unterstützung ausschaut. Was ist besser, was ist nicht so gut. Was auch wichtig ist für uns, wir können die Phones anschließen, Daten hin und her, Backup und solche Geschichten. Ich habe jetzt hier Android geschrieben, aber selber arbeiten wir mit Lineage, funktioniert wunderbar. Nicht oder mittelmäßige Unterstützung ist Touchpads, sind immer ein bisschen heikler, Touchscreen auch. Und Sound bei diesen Billiggeräten kann auch ein Problem darstellen. Wenn einfach die Treiber zum Teil, es gibt Geräte, da sind die Treiber bis heute nicht in den Linux-Kern gekommen und es fragt sich auch, ob die je in den Kernel kommen, wenn es einfach zu wenig verbreitet ist. Und was ich weggelassen habe, muss ich dann auch auf etwas beschränken, ist Bluetooth. Dann irgendwelche Fingerabdrucksensoren, das möchte ich sowieso nicht haben. Und iOS geht halt auch sehr schlecht. Also wenn jemand das mal gemacht hat, bin ich sehr interessiert. Aber iOS ist immer ein bisschen Schwierigkeit, das dann einzubinden. Also ich habe das mal von einem Kollegen genommen, aber hat dann auch nicht funktioniert. Gut. So, dann Vorteile eben des Konzeptes. Es braucht im Prinzip keine Installation. Also ich kann auch ein Windows-Notebook nehmen, Stick anlegen, einfach über den Stick booten. Es wird darüber hochgefahren und ich kann direkt mit diesem Gerät arbeiten. Funktioniert wunderbar. Die größte, also es ist so gemacht, dass die größte Datenpartition, das schaut sich dann die Festplatten an, die größte Partition wird für die Daten zum Schreiben zur Verfügung gestellt. Pech ist, wenn die dann halt schon voll ist, dann hat es nicht mehr so Platz, aber die größte sollte ja immer Platz haben. Es braucht, das ist auch meine Erfahrung, ich habe dann irgendwann ist der Schwager gekommen und gesagt, ja, Windows-PC ist kaputt, du kannst doch das reparieren, habe ich gesagt, kann ich nicht, aber USB-Stick kannst du haben. Und die arbeiten eigentlich alle zufriedenstellend damit, also auch sehr glücklich, man hat einfach die Applikationen. Schwager hat in einem Jahr einmal angerufen, die Steuererklärung, da musst du ein Shell-Skript ausführbar setzen, weil das Ding nicht so runtergeladen wurde, aber nichts schwierig. Und etwas anderes ist auch sehr praktisch ist, wenn der Benutzer irgendwas zerstört, Neustart, es ist alles wieder so da, weil es ist, kommt immer das ISO. Also es gibt nichts, oder die Applikationen sind immer gleich, für die Kinder ist dann irgendwann schon, die sind sehr neugierig, möchten alles ausprobieren, es ist dann mal zerstört, dann sind sie heillos überfordert, weil sie dann nicht den Weg zurückfinden und vielleicht findet man den Weg zurück auch nicht. Also ich habe es selber auch schon hingekriegt, es gibt so ein wunderbares Tool, um Menüs zu anzupassen und dort hat es einen Bug drinnen und wenn man den erwischt, ist das Menü dahin und dann ist es schon gut, wenn man einfach nochmal neu starten kann. Ich mache auch die Entwicklung so, dass ich einfach den Desktop habe und dann das teste und wenn es gut ist, geht es in die definitive Version rüber. Es arbeitet im Vergleich zu anderen Geräten natürlich viel schneller, weil alles im RAM läuft, das ist extrem schnelle Starts. Das ist sicher ein ganz großer Vorteil. Das bedingt vor allem dann kleine, nicht so leistungsfähige Geräte, alte Geräte laufen natürlich eigentlich sehr gut, weil es einfach nicht viel Ressourcen braucht.
Also einfach etwas, dass man, es geht ja bei so einem Projekt, oder mir ging es vor allem darum, erstens, wir haben tonnenweise alte PC, zweitens, wir haben auch günstige Geräte. Ich möchte einfach das Familienbudget nicht wahnsinnig strapazieren mit Geräteparks, wo man dann 4x1000 € ausgibt oder sowas. Das ist mir zu viel. Und allgemein bin ich der Meinung, dass man eben Geräte so lange wie möglich auch verwenden darf. Und da ist AV Multimedia sicher eine gute Alternative. Also der Schwager hat am Schluss gesagt, ja, okay, wir spielen das auf die Festplatte, und seit dort ist Windows nicht mehr drauf. Allerdings, er hat ein Zweitgerät mit Windows, darf man auch sagen. Gut, was ist Nachteil, oder wenn man das so RAM-basiert macht, also wenn man das wirklich in Hauptspeicher laufen lässt, ist es natürlich irgendwo flüchtig. Also nicht die Daten, da gibt es einen Datenordner und das ist statisch, aber alles, was dann natürlich nicht oder angepasst wird, was manuell angepasst wird, das ist mit dem nächsten Neustart wieder weg. Und selbstverständlich kann es nicht so sein, dass man alle Arbeit vernichtet. Und dafür gibt es einen Weg über dieses Skript, über das Desktop-Skript, das wird bei jedem Hochfahren gestartet. Und dort kann ich auch einfach meine Anpassungen vornehmen, die ich haben möchte. Es gibt momentan keinen grafischen Client, der das so klick und bunt und so zusammenrauft. Ich bin aber schon am Überlegen, gewisse Dinge könnte man schon noch auch darüber automatisieren. Aber im Prinzip ist es, und wenn man zusätzliche Software haben möchte, man installiert die Package, legt die Debian-Package auf die Seite, DPKI, und dann ist das installiert. Und weil es natürlich dann im RAM liegt, ist es auch sehr schnell installiert. Also eine zusätzliche Applikation dauert vielleicht 2-3 Sekunden länger zum Hochfahren. Ja, dann, gewisse können auch sagen, ja, also ohne Benutzer mag ich nicht arbeiten. Ja, das ist ein Benutzerkonzept, macht das Ganze komplizierter, das ist mir zu viel. Die Erfahrung lehrt mich auch, dass, wenn man in der Familie ist, dass sowieso alle das Gerät wieder selber haben wollen, das ist mein Gerät, oder? Also teilen ist dort ohnehin schwierig durchzubringen. Wollen sie zur gleichen Zeit arbeiten können, also von dort her ist das, finde ich, jetzt nicht ein Nachteil, aber es ist einfach, Benutzerkonzept ist nicht gemacht. Ich bin auch nicht sicher, wie viele User das bei den Smartphones überhaupt mehrere Benutzer einrichten. Ich glaube, da verkauft man vorher ein neues Device. Aber es kann man sicher als Nachteil sehen. Dann, ja, sicher, ist immer ein Thema bei Linux, ist alle Hardware ist schwierig. Gewisse eigentlich schlicht unmöglich. Also bei diesem Gerät ist die Soundkarte ein bisschen das Problem, läuft aber mittlerweile problemlos. Da fehlen zum Teil die Profile. Also einfach, dass das die richtige Lautstärke, richtige Einstellungen, Mikrofon gedämpft und so Geschichten. Und das kann aufwendig sein, aber testen. In der Regel, das ist meine Erfahrung, kein Problem, stellen Intel CPUs ab i3 dar, also ein bisschen nicht Low Cost. Und natürlich AMD, das stellt auch kein Problem dar. Unten von Gerät zu Gerät nachsehen, was läuft. Also die älteren, halt, das ist dann wieder Linux, oder was älter ist, ist dann vom Kernel eher nachgetragen. Was neuer ist, ist so Kaby Lake, und ist ein bisschen schwieriger, aber testen. Ja, gut. Jetzt, wie kann man es überhaupt zum Laufen bringen, installieren? Also man braucht die ISA-Datei. Die ist 900 Megabyte, die liegt auf SourceForge. Das ist historisch, also, oder heute sind alle bei GitHub, aber ursprünglich war SourceForge verbreitet, dann ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Dort liegt die ISA-Datei. Dann muss man daraus, ich nehme kaum an, wer hat noch alles ein DVD-Laufwerk zu Hause? Wie viele sind das? Also, da sind wir bei 5% oder sowas. Und das ist, also, und dann braucht man, also das empfehle ich, Etcher, ich weiß, wer kennt Etcher? Und auch 5%, das müssen die anderen auch kennenlernen. Das ist ein super Tool, um ISOs zu erstellen. Gibt es für Windows, Mac und Linux. Es geht, also ist sehr einfach grafisch, geht das, es geht aber auch sehr einfach, wenn man das auf der Linux-Konsole macht. DD auf den Datenträger, dann ist das bootbar. Also für die, die es lieber auf der Konsole machen, das geht auch. Aber die anderen ist, Edge ist also sehr einfach zu machen. Gut, nachher Stick einlegen. Wichtig ist einfach, dass man auch
sicherstellt, dass das Gerät über dieses Medium bootet. Wenn nicht EFI vorhanden ist, dann wird der normaler, also es ist ein Hybrid-CD, es kann entweder über EFI oder nicht EFI gebootet werden. Und das Hochfahren dauert, das habe ich ja vorhin gezeigt, etwa 30 bis 60 Sekunden. Es ist auch so, es gibt einen Debug-Modus, aber das ist ein sehr advanced, ansonsten muss es einfach laufen. Und wenn es läuft, ist es gut, und wenn es nicht läuft, gibt es diese Bordforen und dann werden wir herausfinden, warum es allenfalls nicht läuft. Oder? Aber es ist nicht so, dass ich dann von Hand irgendwelche, also man muss das stoppen und dann müsste man auf der Konsole nachsehen, was genau nicht läuft. Die Festplatten werden nach meiner Erfahrung sehr gut eingebunden, also auch NTFS ist kein Problem, Windows-Platten ist auch kein Problem. Es gibt bei diesen Notebooks, haben wir EMC-Datenträger, sind auch kein Problem, werden alle gefunden. Desktop sieht dann so aus, ich werde versuchen, wenn das klappt, nachher das über den Beamer noch zu zeigen. Es ist ein bisschen schwierig mit der Navigation hier. Ich habe da wunderschöne Fenster, aber ich weiß nicht, wie ich sie bedienen soll, dass ich den Bildschirm ändern könnte. Das wäre natürlich cool, aber ist ein bisschen. Also, vielleicht kriegen wir es auch am Schluss noch hin. Wichtig ist, die wichtigsten Icons sind hier, direkt oben links. Dort ist auch eine Online-Tastatur. Ich zeige das mal. Man kann es auch als Tablet bedienen, oder? Und zwar auch hochkant. Das daran scheitern bei vielen Linux-Distributionen auch die Tablets, weil die werden immer hochkant gefahren. Und das bedeutet dann, dass wenn ich als Tablet könnte ich haben mit, aber wenn ich die Tastatur anklicke, muss ich immer so arbeiten. Das ist nicht so lustig. Und das muss man einfach erkennen, Gerät, und nachher entsprechend richtig drehen. Wichtig ist dann auch, dass hier Touchscreen und solche Geschichte läuft. Aber es läuft, es auch Stifteingabe geht. Ist einfach, das sind die Geräte halt zum Teil, sie haben dann so gewisse irgendwo Randpixel, die allenfalls nicht verwendet werden. Also es ist ein relativ komplexes Thema. Aber das, was ich unter die Finger kriege, nehme ich gern zum Testen. Auch Einladung von alle Hardware vorbeibringen oder senden und ich schaue es an. Ich verspreche nicht, dass es läuft, aber ich schaue es an. Wie ich gesagt habe, es gibt eigentlich keine Benutzer, es gibt schon Benutzer, aber es gibt nur den Standardbenutzer, Archivist und Root. Das Default-Passwort, wenn man es brauchen würde, also wenn man in die X-Terminal geht und dann SU eingibt, muss man Archivist eingeben, also bewusst einfach gehalten, man könnte das ändern, also man muss nicht das so nehmen, man kann das alles ändern, aber im Default ist es einfach so. Und das sage ich auch hier gerne, SSH ist defaultmäßig offen, kann man auch abschalten, kein Problem. Aber einfach die Erfahrung lehrt, es ist am einfachsten, wenn ich dann eben auch Zugriff irgendwie auf die Maschine kriege. Und dann, das ist so ein wichtiger Punkt, also man muss bewusst sein, dass alles, eben was nicht in diesem Dataordner liegt, flüchtig ist. Also es bringt gar nichts, wenn man das irgendwo auf den Desktop ablegt und sich denkt, ich finde das beim nächsten Hochfahren nicht wieder, weil man wird es nicht finden, weil es gar nicht gespeichert wird. Also es muss wirklich in den Dataordner gelegen. Das zwingt einem, das auch sauber zu trennen. Und auch, ja, meine Kinder haben schon mal eine Datei eben nicht mehr gefunden, aber das nächste Mal hat es dann dafür geklappt. Das heißt aber nicht, dass man nicht zusätzlich trotzdem noch eine Datensicherung machen sollte. Auch das ist immer so ein Thema, das ich halt bringe, weil... Und die Medien, die werden, kann man einstecken und dann wird das automatisch eingebunden, also muss nicht anmelden, Passwort eingeben, wenn man Stick einlegt, hat man Rechte drauf. Gleiches für Android-Phones einlegen, dort einfach die Freigabe auf dem Android-Phone geben. Anbindung ans Netz ist so, wenn ein Kabel angebunden ist, also ich sehe, beim Hochfahren wird nachgesehen, ist ein Kabel, ist das Netzwerk irgendwo da, wird das automatisch angebunden. Also Netzwerk wird immer automatisch angebunden. Zweitens gibt es einen grafischen Client, wo man WLAN einrichten kann.
Ich hatte heute so einen Sonderfall, dass man irgendein Spezialprotokoll für diese Hochschule hier nehmen muss. Hat problemlos funktioniert. Ich konnte mich in jedem Hotel in den letzten anderthalb Jahren in Europa anmelden mit dem Teil. Also es war nie ein Problem. Und es gibt dann weiter noch die Möglichkeit, dass man auch fix die Konfigurationsdatei für die Netzkarte einfach hinterlegen kann, dass hier wieder in diesem Desktop-Ordner-Interface ganz normale Debian-Konfigurationsdatei. Und dann wird einfach das hochgefahren, weil dann sagt er, ja, der weiß, was er will. Was gibt es jetzt hier? Also es gibt natürlich LibreOffice, jetzt in der Version 6. Firefox, dort sind die Einstellungen so gemacht, dass keine Daten übermittelt werden, weil die Default-Messung ist das nicht mehr gegeben. Kodi, Mediencenter, habe ich auch schon erwähnt. Und dann alles, was ich brauche, Musik, Bilder und Videos zu bearbeiten. Ich bin ein Fan von diesem Flowblade Video Editor. Das ist ein Editor, der nur für Linux läuft, aber finde ich sehr cool. Und was auch neu ist, jetzt ist Inkscape für Präsentationen und Sozi. Das ist ein Thema, das in der Schule ist. Und OBS, das ist ein Programm, um den Bildschirm selber aufzunehmen, Bild und Ton zugleich. Das ist eine super Applikation, um mal schnell ein Video zu schneiden. Dann die Fernwartung ist noch Remina. Das ist einfach ein Tool, das wir auch verwenden, um Fernwartung zu machen, wenn nicht SSH vorhanden ist. Druck und Cops ist installiert, aber dort gilt, wenn man den Drucker permanent haben möchte, muss das in Desktop-Skript eingetragen werden im Moment. Also das wäre auch ein Teil, den könnte man realisieren, dass die Druckerkonfiguration automatisch gesichert wird. Dann, wenn man zusätzliche Apps oder ein bisschen modernere Programme installieren möchte, es läuft alles, was mit dem App-Image-Format kommt, also auch GIMP 2.10 läuft problemlos. Und selbstverständlich auch alle Pakete, die von Devon kommen, aber die müssen dann halt über die Konsole installiert werden. Aber grundsätzlich, also ich habe zum Beispiel noch QMap Shake drauf und andere Applikationen. Das wird einfach, wenn man, für diesen Teil habe ich etwa noch 500, 600 Mega für Software. Hier habe ich eigentlich noch 15 Giga, also das ist dann nicht so ein Problem. Aber wenn es natürlich 4, und ich kann die Distribution nicht so groß machen, sonst muss ich sagen mindestens 8 Giga RAM. Und das ist ein bisschen viel dann, weil die Anforderungen 8 Giga, das erfüllen dann sehr viele Geräte nicht und darum bleiben wir bei dem Default-Umfang bei 4 Giga. Hier sieht man so ein Beispielskript, wie das gemacht werden kann. Das könnt ihr dann in der Folie selber anschauen, wie das gemacht wird. Hier binde ich das eigene Netzwerk ein und zwar teste ich noch, ob eben ich überhaupt zu Hause bin. Wenn ich nicht zu Hause bin, muss ich nicht 20 Sekunden versuchen, das Netzwerk zu suchen. Also das ist ein bisschen Bash, aber das ist einfach dann auch noch als Beispiel da. So, jetzt geht es natürlich darum, hier habe ich ja keinen Stick oder auf diesem Teil. Und wenn man das nicht nur über den USB-Stick haben möchte, dann muss man die Festplatte formatieren. Also entweder macht man das über den USB-Stick und dann nimmt man die interne Festplatte, lässt das alte Betriebssystem drauf oder man sagt dann eben, nein, ich nehme das ganze Gerät, was bei mir Default ist. Und dann ist es eigentlich so, dass einfach leere Festplatte, bei einer leeren Festplatte formatiert er das auch, installiert das auch. Und ab dann ist das System automatisch auch aufgespielt. Also ich lege einfach einmal Stick ein, der startet hoch, es dauert 10 Sekunden länger. Aber dann, wenn das gemacht ist, ist das System immer drauf. Also es ist auch so, also es geht nur auf der ersten Platte, also, weil ich nehme dort wirklich die erste Platte, dass es dann nicht plötzlich ein externer Sicherungsdisk oder sowas ist. Gut, Update ist noch ein Thema, oder wenn ein neues Release kommt, also bislang war es hier unten, oder einfach das da, aber das schreckt halt da schon wieder ab, ist ja nicht schwierig, aber ist halt Konsole, und neu gibt es einfach hier diesen Update-Befehl, dass man es auch grafisch machen kann. Also ISO runterladen, Datenordner legen und dann diesen Punkt legen. Update selber dauert also auf diesem Gerät etwa 3 Sekunden, auf dem Gerät vielleicht 10 Sekunden. Es wird ja nur einfach das ISO 1 zu 1 in die erste Partition oder genau genommen zweite Partition gespielt. Also es ist keine Installation im eigentlichen Sinne, weil das gibt es hier nicht. Gut, was ist in Zukunft geplant oder
wohin geht das? Also das ist natürlich ganz klar sehen, es ist ein Projekt, das nicht kommerziell ist, das ist Open Source. Also es ist, wir brauchen es für uns selber. Die Downloadzahlen sind jetzt nicht so wahnsinnig, dass ich sagen kann, es ist eine Mainstream-Distribution. Dafür ist es vielleicht auch ein bisschen speziell, aber letztendlich geht es darum, dass wir einfach die Release nachführen werden, neue Software nehmen. Wir werden sehr behutsam auch neue Pakete wählen. Wenn jemand ganz coole Software hat, nimmt man das gerne rein. Ja, und dann gibt es schon auch die Idee, dass man so Desktop SSH automatisieren könnte, dass man über SCOI doch dann auch Applikationen sichern könnte. Das wäre schon noch einfacher halt, weil dort ist die Hürde für viele Benutzer. Wichtig ist mir im Ganzen, dass im Grundumfang die 4 Giga nicht überschritten werden. Und dann gibt es bei gewissen Geräten, jetzt bei diesem Gerät muss man wie gesagt 10 Zeilen Code fix ablegen. Und da wäre einfach froh, eben Hardware senden und dann können wir die Hardware erfassen. Weil sonst läuft das nicht. Also es kann nur laufen, wenn das Gerät mal getestet worden ist. Und es gibt auch im Moment noch keine Hardware-Liste, wo ich ausweise, was genau läuft. Wie gesagt, Intel i3, AMD läuft problemlos, alles darunter testen. Das ist einfach so. Gut. Ja, ich freue mich über jeden Beitrag. Ich hatte vorher ein sehr interessantes Gespräch, der das auch sehr gut fand. Also es muss getestet werden. Ich teste es beim täglichen Arbeit. Also ich arbeite ausschließlich mit diesem Gerät jetzt. So Dinge wie dann Beamer suchen, das könnte auch mit einem anderen Gerät schwierig sein, aber das kann auch hier, das ist halt dann ungewohnt. Wenn jemand auf jeden Fall ein Feature haben möchte, kann man das auch ordnen. Also machen das schon. Und weitere Sprachen im Moment gibt es Deutsch und Englisch. Und die Sprachpakete sind halt mittlerweile auch relativ groß. Das heißt, wenn ich 20 Sprachen reinnehme, dann sind wir nicht mehr bei 4 Giga, dann sind wir vielleicht schon 8 oder wenn überhaupt noch. Und das ist sicher immer eine Herausforderung, dass man einfach dort gewisse Kompromisse machen muss. Also man kann, weil sonst braucht es einfach zu viel. Ich würde mir manchmal wünschen, dass, dass man das auch ein bisschen schlanker halten würde. Also diese Distribution hat, wenn ich es kompiliere, aber das Squash-File baue ich etwa 85.000 Dateien. Und das ist halt schon viel. Und ich mag mich historisch erinnern, dass das früher anders war. Und zu Zeiten von Windows 95, da waren es vielleicht 1000 Dateien. Also das ist einfach ein Fakt, dass man ganz viel mehr draufpippt. Das hat auch zum Teil mit Clipart, Bibliotheken, Fonts und alles zu tun. Aber zum Teil sind dann, ja, ist das schon ein bisschen unersättlich auch. Und dort ist es einfach schwierig. Es ist immer ein Kompromiss, wenn man das so machen möchte. Gut, dann, es gibt ein Support-Forum bei SourceForge, eben dort Fragen reinstellen. Es gibt ein paar Videos und Hilfe auch über Archivist.ch. Dann, ja, ich bin gerne bereit, Wünsche und Ideen aufzunehmen. Also ist auch so der Moment, wo man Fragen stellen kann. Hat jemand Fragen? Alles? Vielleicht meine Frage ans Publikum, mit was arbeitet ihr jetzt so als Desktop? Was ist im Einsatz? Ja? Linux zum Beispiel. Linux Mint, ja. Also mein Eindruck, oder ich habe ja auch ein bisschen bei den anderen rumgeguckt, was so läuft oder eben nicht läuft, oder? Weil gewisse Dinge muss man auch sehen, wie machen es andere. Wenn eine Soundkarte zum Beispiel nicht läuft, dann schaue ich zuerst auf einer anderen Distro, was machen die, läuft es dort? Und bei einem Gerät habe ich das sogar gesehen, das läuft weder auf Ubuntu noch auf Mint noch irgendwo. Und dann habe ich nachgesehen, am Schluss ist gestanden, es ist nicht im Kernel integriert, kann gar nicht laufen, die Soundkarte. Ja. Aber das ist schwierig, dann das am Anfang anzunehmen. Aber Linux Mint hat mir schon einen guten Eindruck auch gemacht. Aber drehen der Tablets zum Beispiel hat er nicht im Griff. Also wird dann wirklich hochkantig alles installiert. Und das ist relativ, also man kann nicht arbeiten dann, weil es mit Tastatur, das geht nicht. Es ist auch relativ, oder beim Tablet-Modus oder generell bei diesen Geräten sind wenig USB-Ports dabei.
Und dann ist Tastatur anschließen auch ein bisschen, einfach nicht Handy, das ist alles nicht wirklich ja, gut gelöst. Ja. Als Wohnzimmerrechner, da habe ich ein bisschen rumexperimentiert, da ging Mint auch nicht am besten, sondern da habe ich die besten Ergebnisse mit Subuntu. Subuntu, ja. Subuntu. Das habe ich jetzt seit ein, zwei Jahren im Wohnzimmer und da sind alle glücklich. Ja. Aber wie sieht es dann mit Subuntu auf dem Notebook aus? Oder das ist für mich so auch sehr gut. Ja, okay. Und was ist es projekttechnisch? Was, wie ist, hab ich? XFCE. Ja. Also Desktop, oder das kann man auch sagen, Desktop hier, das ist Mate. Also ich habe da Mate genommen. Das hat, also einfach, dass es nicht ganz so viele Ressourcen frisst wie vielleicht was anderes, aber es ist Mate gemacht. Gut, ich meine, ich glaube, ich habe noch 3-4 Minuten. Wenn ich, ja, ich versuche mal kurz zu zeigen. Ja, ich lege einfach mal das Icon hier rüber, dann kann man es ja ein bisschen sehen. Sollte man hier, oder? Ups, das sagt mir, jetzt ist da noch irgendwo was. Das ist für mich jetzt relativ schwierig. Ah, ich habe hier das Programm nicht geschlossen. So. Aber man sieht, dass... Also ich muss mich kehren, sonst kann ich das nicht sehen. Das ist relativ schwierig jetzt. Ja, ist ein bisschen schwierig jetzt mit dieser Umgebung. Also, ich glaube, ich lasse das so. Grundsätzlich laufen externe Displays mittlerweile gut, also allgemein mit Linux. Aber manchmal ist die Skalierung, zum Beispiel, ich weiß nicht, was hier jetzt für eine Auflösung ist, 4K gibt dann doch zum Teil wieder gewisse ja, Friktionen. Nicht schlimm, aber es gibt es. Und ich glaube, ich habe hier jetzt, dass ich misst wahrscheinlich den Font, ich habe jetzt hier den Font größer eingestellt. Jetzt habe ich zum Beispiel das Problem, dass ich den Maus, oder wenn ich so und so, finde ich den Mauscursor nicht mehr. Also, ich glaube, das lassen wir an dieser Stelle. Gut. Sonst noch Fragen? Gut, ich würde mich freuen, wenn ihr es mal testet, auch ein Feedback gebt, würde mich sehr freuen. Und sonst herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke.